burgenländische Nationalratsabgeordnete und Bürgermeister von Winden am See bekam eine hohe Auszeichnung. Er bekam im Palais Epstein das große goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Überreicht wurde ihm diese Auszeichnung von der Nationalratspräsidentin Doris Bures. Auch andere verdiente Persönlichkeiten wurden mit Beiner ausgezeichnet. Nach der feierlichen Verleihung der Auszeichnungen ging es dann zu Smalltalk bei einem kleinen Buffet. Überreiche Ihnen
das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft, wo immer Sie sich hinträgen, alles Gute. Und ich verleihe Ihnen das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Für dein Engagement und überreiche dir das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Abgeordneter zum Nationalrat, Erwin Frey. Erwin Freiner hat die Pädagogische Akademie besucht, Lehramt Deutsch, Geschichte, Sozialkunde in Eisenstadt. Er war viele Jahre Lehrer. Er wird Leiter den österreichischen Nationalrat angehören. Er hat viele politische Stationen in seinem Leben auch schon gemeistert. Er ist Präsident des Bundesrates gewesen. 1.7.2009 bis 31.12.2009. Die Präsidenten des österreichischen Bundesrates wechseln alle 6 Monate, nur damit niemand glaubt, das war nur kurz, das war die längste mögliche Zeit, die man Präsident des Bundesrates sein kann, 6 Monate. Du bist Obmann Stellvertreter im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, Ausschuss für Petition und Bürgerinitiativen und Tourismusausschuss, Umweltausschuss, Unterrichtsausschuss, Unvereinbarkeitsausschuss, ständiger gemeinsamer Ausschuss im Sinne des Finanzverfassungsgesetzes und Ausschuss des Unterrichtsausschusses zur Schulreform und vor allem bist du Bereichssprecher der österreichischen Sozialdemokratie für Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Als Pädagoge und Sozialdemokrat war es dir immer wichtig, junge Österreicherinnen und Österreicher in den politischen, demokratischen einzubeziehen. Was dort immer gesagt wird, man wird nicht als Demokrat geboren, sondern das muss man erlernen und erleben in Demokratie und Parlamentarismus. Und so diesen Bereich, den jungen Leuten Mut zu machen, mitzubestimmen, mitzureden, ihre Anliegen auch zu formulieren, das ist ganz wesentlich beigetragen. Wir haben viele Diskussionen geführt, wie man junge Menschen mehr davon auch mitentscheiden, mitpartizipieren lassen kann an politischen Prozessen, an Dingen, wo es um ihr konkretes Leben geht. Und eine Diskussion haben wir auch sehr lange geführt, ob wir das Wahlalter auf 16 Jahre senken sollten. Du warst ein Verfechter davon, junge Menschen so früh wie möglich auch mitentscheiden, auch bei Wahlen entscheiden zu lassen. Mittlerweile ist es 10 Jahre her. Wir haben 10 Jahre die Wahlrechtssenkung Bundesebene auf 16 Jahren. Und wir haben das ja auch in der Parlamentsdirektion mit einer Studie begleitet. Und es hat sich gezeigt, dass junge Leute von dieser Möglichkeit in einem hohen Ausmaß Gebrauch machen. Die Wahlbeteiligung der Erstwähler war dieses Mal auch höher, als das sonst im Durchschnitt der Bevölkerung war. Dein politisches Engagement gilt nicht nur der Jugend und der Bildung, sondern eben auch der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum. Und du hast dich immer sehr auch dafür engagiert, dass es sozusagen eine intakte Infrastruktur für ein lebendiges Gemeindeleben mit Zukunftsperspektive, das dir auch immer wichtig war, gibt. Wie gesagt, du warst Präsident des Bundesrats, du bist langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Linden am See, ich habe soeben wiedergewählt, war erster Bürgermeister von Linden am See und Präsident des Burgenländischen Zivilschutzverbandes. Und da erinnere ich mich auch ganz gut, dem Abgeordneten Erwin Reiner ist es gelungen, nicht zu überreden, dass wir erstmals oder zweimal eine große Präsentation des österreichischen Zivilschutzverbandes auch durchführen können, die wirklich sehr beeindruckend war. Wenn man sich in deinem Umfeld umhört, dann fällt eben sofort ein, der Erwin Reiner ist fleißig.
Er rennt die ganze Woche und arbeitet in der Gemeinde oder für das Parlament. Das sagt einer, der dich kennen muss, nämlich aus der Gemeinde in Wien, einfach über dich. Anderen zuhören können, Geduld und Durchsetzungsvermögen sind jene Eigenschaften, die Politiker brauchen. Das ist das, was du den jungen Leuten in der Demokratiewerkstatt auch erzählt hast. Und ich finde, du hast nicht nur recht, sondern das sind genau deine Eigenschaften, die du in deinem politischen Leben an den Tag gelegt hast. Du kannst Menschen geduldig zuhören, du hast ein Durchsetzungsvermögen, du hast ein Gespür für was geht und was geht nicht und politische Realitäten. Und du hast auch neben all diesen Tätigkeiten dir immer ein Hobby weiter behalten, nämlich dass du deinen eigenen Wein trinkst. Und heute finde ich, hast du mehr als einen Grund, diesen Wein aufzumachen und deinen selbstgekelterten Wein heute am Abend im Kreise deiner Lieben zu öffnen und darauf anzustoßen, dass du mit deinen Funktionen und deiner Tätigkeit im Bundesrat als Präsident hier als Nationalrat nun mir das große goldene Ehrenzeichen mit Stern für Verdienste und die Republik Österreich erhältst. Lieber Erwin, ich wünsche dir alles Erwähnte. Thank you.